Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare, wie zu sehen ist, hat es nun geklappt mit dem Aufhängen oder wie es in der Fachsprache heißt, mit dem Erhängen der Plakate. Trotz meiner ungeschickten Kameraführung erkennt man eines davon. Es ist das bei mir in der Nähe. Also in Ludwigshafen-Hemshof. Es ist ganz gut geworden, denke ich, nicht perfekt beim waagerechten Kleben. Gibt es eine kleine Übernappung, aber ich denke, man kann noch das Wichtigste überall entziffern. Ich habe speziell bei diesem Plakat habe ich mir einen kleinen Zusatz erlaubt. Den habe ich gerade noch geklebt, dazu geklebt. Und zwar ist das hier. Da ist natürlich einlaminiert und gut geklebt. Kann ich ja an meinem eigenen Plakat machen, denke ich. Der Plan ist eben hier jeden Tag vorbeizukommen. Es ist nicht weit. Ich habe ja auch wieder einen Sitzstock. Den kann man dann, wie der Name schon sagt, als Stock verwenden zum Laufen oder auch ausgeklappt als Sitz. Allerdings darf man sich nicht falsch rum aufsetzen, dann kippt man natürlich um. Aber da habe ich gedacht, da komme ich jeden Tag mal vom. Autos, wo sie gar nicht sein dürfen, und FußgängerInnen auch und so weiter und so fort. Jeden Tag hier vorbeizukommen, um die angegebene Uhrzeit, ist ja um die Ecke, und ich habe ja, wie gesagt, meinen Sitzstock, sodass das nicht so schwierig ist, und habe hier gedacht, ich nehme dann auch immer mal zwei Bücher mit, falls die jemand haben möchte. Ich weiß nicht, ob man sie sehen kann, da sind sie drin. Und einen Kugelschreiber, da kann ich dann auf Wunsch signieren. Oder sogar eine Widmung hineinschreiben. Und es sind auch neue Lesezeichen, gibt es da. Und den Originalflyer, den alten. Die alten kann ich ja noch verteilen. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, ist auf dem Plakat auch der Flyer, ne? Aber ein, zwei Zusätze. Und einige Stellen sind geschwärzt. Was hier gar nicht stimmt, ne? Wenn man sich geweißt, ne? geweißt. Aber ihr wisst, was ich meine, ja? Weil dieses Plakat und die zwei anderen in Ludwigshafen, die sind neu, sind jetzt neu ab heute und so. Und von daher kann mit einigen Aspekten nicht mehr öffentlich geworden werden, und warum das nicht gemacht werden kann, kann ich leider auch nicht sagen. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja noch mehr Zusätze. Der Roman, den gibt es ja schon länger. Der konnte auf dem Markt verbleiben, weil er schon älter ist, nicht wahr? Und dann könnte man das Plakat
lesen und so und zum Teil nicht lesen und dann das Buch, ne, das Buch. Ja. Kann man machen, ne? Und dann kann man, könnte man vergleichen, ne? Aber nur wenn man will, und ich fordere auch nicht dazu auf, weil im Gegenteil, ich würde sagen, mach das lieber nicht, ne? Ja, wirklich. Wichtig, ne? Ja, jetzt fällt mir nicht allzu viel mehr ein, ne? Es sind noch zwei anderen Orten in der Ehrlichheimer Straße, ist noch so ein Plakat und noch an einer anderen Straße, Frankenthaler Straße, wenn ich mich nicht irre. Das waren so Last-Minute-Angebote. Ich bin zwar im Moment vorübergehend in der Lage, mir Dinge wie dieses hier zu leisten, und ich spende natürlich zugleich auch einiges an andere soziale und kreative Zwecke. Aber es war das wenig Angebote, drei Plakate, die dann günstiger zu mieten waren. Ja, wer sonst noch Fragen hat, gerne fragen. Oder eben zwischen 16:30 Uhr ungefähr und 16 Uhr ungefähr hier mal vorbeischauen. Man kann auch ruhig um 17 Uhr erst kommen. Ich gehe dann nicht weg, ne? Wenn man dann etwas möchte, mich fragen möchte oder mir etwas sagen möchte, ne? Also mich loben oder kritisieren, wenn wirklich konstruktiv, kann man das gerne noch machen, dann bleibe ich natürlich etwas länger. In diesem Sinne, alles Gute und alles Gute in allen Welten und nächsten Tag und Prosper und see you.